Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute habe ich meine Neuzugänge aus dem Monat Januar für euch. Ich habe euch ja erzählt, dass ich mir für den Januar ein Buchkaufverbot auferlegt habe. Und das hat auch eigentlich relativ gut geklappt. Bis auf eine kleine Ausnahme, aber dazu erzähle ich euch später mehr. Also es sind ein paar Rezensionsexemplare natürlich angekommen. Also ich werde euch jetzt nicht nur ein, zwei Bücher in die Kamera halten, es sind schon ein paar angekommen. Ich hatte auch Bücher vorbestellt, beziehungsweise ein Buch vorbestellt. Das ist jetzt auch im Januar erschienen und wurde mir dann zugeschickt. Aber da ich es ja bereits im Dezember oder im November gekauft hatte, zähle ich das auch nicht als Kauf für den Januar. Ja, man kann sich alles schönreden. Ich würde sagen, wir starten jetzt mal mit den Rezensionsexemplaren. Da sind insgesamt 1, 2, 3, 4 Stück im Januar angekommen. Und das erste davon war The Queen Will Rise von Marie Niehoff. Das ist der zweite Teil der Dilogie. Und den ersten Band habe ich glaube, im November oder im Oktober gelesen. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall ist das eine Reihe, die recht zeitnah erschienen ist jetzt nacheinander. Also wir mussten jetzt nicht noch Monate, Jahre darauf warten, dass die Reihe fortgesetzt wird. Die Bücher sind beide recht engmaschig quasi erschienen. The Queen Will Rise ist wie gesagt der zweite und finale Band der Reihe. Es geht wieder um Vampire, es geht wieder um Vampire in London und um Vampirkönig Benedict Tudor. Tudor ist ja so ein berühmter Name in England. Also jeder verbindet irgendwas mit diesem Namen und ich finde es irgendwie immer ganz witzig, wenn das dann auch in Büchern nochmal aufgegriffen wird, aber nicht speziell nochmal drauf eingegangen wird, sondern einfach dieser Name im Raum steht. Ich habe ja gerade auch King of Battle and Blood und Queen of Myth and Monsters gelesen. Da geht es ja auch um einen Vampirkönig. Und da dachte ich zuerst tatsächlich, ob ich jetzt zwei Bücher mit einem Vampirkönig, mit einem Blutkönig lesen will, so kurz hintereinander. Aber die Reihen sind doch etwas unterschiedlich, auch wenn es auf den ersten Blick nicht so wirkt. Ich freue mich auf jeden Fall schon sehr auf den zweiten Band und werde euch jetzt aber den Klappentext wie immer zu Band 1 vorlesen, damit ihr hier nicht gespoilert werdet. Der erste Band hieß übrigens When the King Falls und da heißt es: Ich bin seine Auserwählte, ich bin sein Schicksal, ich bin sein Tod. London, Gegenwart. Seit Jahrhunderten herrschen die Vampire mit harter Hand über die Menschheit, doch im Untergrund hat sich eine Rebellion gebildet. Eine Gruppe von Menschen, die nicht länger bereit ist, diese Unterdrückung hinzunehmen. Auch Florence ist Teil des Widerstands und wurde von Geburt an auf ihre bevorstehende Aufgabe vorbereitet. Mit ihr hat die Rebellion erstmals die Chance, eine Attentäterin ins Crimson Heart, das Schloss des Vampirkönigs, einzuschleusen. An jeder Wintersonnenwende wählt der König eine neue Blutbraut aus, von der er sich nähren wird. Und dieses Jahr gehört Florence zu den Kandidatinnen. Sie soll ihn dazu bringen, sich für sie zu entscheiden, sie zu begehren, ihr zu vertrauen. Und sie wird all das gegen ihn benutzen, um ihn zu töten. Es sei denn, ihr eigenes Herz verrät sie. Dann durfte auch Die Reise deines Lebens von Jule Pieper hier einziehen. Ich habe von ihr im Dezember anlässlich der Bookish Christmas Aktion ja ihr Weihnachtswunderbuch gelesen. Ich fand ihren Schreibstil ganz, 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 ganz angenehm und deshalb bin ich auch davon überzeugt, dass mir dieses Buch hier gefallen wird. Es ist ein bisschen anders. Es ist so eine Art, ja, Mischung aus einem Roman und einem Ratgeber. Wenn ich euch den Klappentext vorlese, wisst ihr auch, was ich meine. Es geht wie man hier um Selbstliebe, Leichtigkeit und Abenteuer. Hinten drauf steht auch: Für alle, die endlich etwas verändern wollen. Ich will per se zwar eigentlich nichts hier verändern, aber ja, ich lasse mich mal überraschen, ob das Buch mich zu bestimmten Dingen motivieren wird. Betty Ulrich führt das langweiligste Leben aller Zeiten. Ihr Alltag besteht aus Arbeit, nervtönenden Telefonaten mit ihrer Mutter und dauerhafter Erschöpfung. Der krönende Abschluss jeden Tages ist das Einschlafen vor dem Fernseher, der ihr hilft, sich nicht so allein zu fühlen. Nie hat sie Zeit, darüber nachzudenken, was sie eigentlich will, bis sie ohne ihr Handy in den Zug steigt und sich auf eine Reise nach Wien begibt, bei der sich ihr Leben komplett auf den Kopf stellt.
Ihre dortigen Abenteuer bringen sie dazu, sich den großen Fragen ihres Lebens zu stellen. Woher weiß ich, was mich glücklich macht? Wie kann ich ein aufregendes Leben führen, ohne alles verändern zu müssen? Wieso bin ich eigentlich auf der Welt? Das nächste Buch hatte ich euch bereits im Neuerscheinungsvideo Januar gezeigt. Jetzt ist es mittlerweile auch bei mir angekommen im Januar. Lynn Painter, Love Game. Ich freue mich da auch schon sehr drauf. Es ist eine Friends-to-Lovers-Romance und ich bin sehr gespannt. Also über Lynn Painter habe ich schon sehr, sehr viel Gutes gehört. Ich habe selbst aber auch halt noch nichts von ihr gelesen. Ich lasse mich mal von ihrem Schreibstil überraschen und es hat auch einen super süßen Farbschnitt und ich bin gespannt, was diese Orangen da mit der Geschichte zu tun haben. Es könnte auch Sangria sein, ich weiß es nicht. Ich werde auf jeden Fall, wenn ich es gelesen habe, da fällt mir das Handy runter. Ich werde es auf jeden Fall, wenn ich es gelesen habe, im Lesemonat auch mal aufklären, was es mit diesen Orangen zu tun hat. Sie daten um die Wette, aber die Liebe hat ihre eigenen Spielregeln. Als Helly Piper aus dem Hotelzimmer eines One-Night-Stands schleicht, wird ihr klar, Zeit erwachsen zu werden. Und weil dazu eine Beziehung gehört, meldet sie sich bei einer Dating-App an. Diese schlägt Helly ausgerechnet Jack Marshall vor, den Mann, mit dem sie besagte Nacht verbracht hat. Jack ist nicht nur unverschämt sexy, sondern bringt sie auch zum Lachen. Aber er kann nicht der Richtige sein, schließlich hat er sich gerade erst von seiner fast Verlobten getrennt, als es zu der heißen Nacht mit Helly kam. Also erteilt sie Jack via App eine Abfuhr, aber die beiden schließen trotzdem Freundschaft und es kommt zu einer Wette. Wer zuerst die Liebe findet, gewinnt. Blöd nur, dass sie ihre Zeit lieber miteinander verbringen, als mit der Suche nach Traumpartnern. Und ein weiteres wunderschönes Farbschnittbuch kam im Januar bei mir an. Der ist ähnlich bisschen zu dem vorigen Buch. You with a View heißt das Ganze von Jessica Joyce aus dem Hause HarperCollins. Ich habe tatsächlich von ihr auch noch nichts gelesen und ich finde auch die Ausgabe vom Format her wieder etwas seltsam. Also ja, sehen wir mal, wie viel kleiner sie ist. Dafür ist es ein gutes Stück dicker, hat aber insgesamt 380 Seiten. Ja, bin mal gespannt, was uns da erwartet, weil ich habe davon tatsächlich noch nichts gehört, auch noch keine Meinungen in der Buchbubble, aber mich hat der Klappentext sehr, sehr angesprochen und deshalb habe ich es im Portal auch angefragt. Ich finde das Cover tatsächlich auch ein bisschen nichtssagend, also hätte mich der Klappentext nicht so angesprochen. Ich glaube, so auf den ersten Blick wäre es jetzt kein Buch gewesen, nachdem ich in der Buchhandlung gegriffen hätte, weil es ja, mir einfach nichts sagt. Ich lasse mich auf jeden Fall mal überraschen, weil vom Klappentext her klingt es doch sehr anders. Arbeitslos und noch immer bei den Eltern lebend, versucht Noelle, den Verlust ihrer geliebten Großmutter zu überwinden. Dabei stößt sie auf ein uraltes Foto von ihrer Grams und einem attraktiven Mann, inklusive Liebesbrief. Von der Neugierde gepackt, startet Noelle einen Aufruf auf TikTok, um den Fremden ausfindig zu machen. Doch als sich sein Enkel darauf bei ihr meldet, schlägt Noelles Herz schneller. Und zwar nicht auf die gute Art und Weise. Er ist Theo Spencer, ihr ehemaliger Klassenkamerad und ewige Nemesis. Heute ist er erfolgreich, gut aussehend und hat zu allem Überfluss auch noch ein Lächeln, das Noelle um den Verstand bringt. Wider Willen starten sie gemeinsam mit Theos Großvater den wohl verrücktesten Roadtrip aller Zeiten. Aber hat Theo sich wirklich geändert? Das nächste Buch habe ich euch auch schon in meinem 24 für 24 Video gezeigt und auch schon im Neuerscheinungsvideo Januar davon erzählt, dass es erscheinen wird. Nämlich das Buch von meiner lieben Yassi, Getting Closer, Time Out für mein Herz. Ich habe es tatsächlich auch schon direkt nach Release gelesen und werde euch in meinem Lesemonat mehr darüber berichten. Ich kann nur so viel sagen, es ist eine Friends to not Friends, to Friends again, to Lovers Geschichte. Es ist sehr, sehr humorvoll, es ist sehr, sehr spicy zwischendurch, aber im Buch, es knistert schon gewaltig. Und es macht einfach super viel Spaß, es zu lesen. Aber mehr zu meiner Meinung werde ich euch natürlich im Lesemonat verraten. Heute geht es nur um den Klappentext. Früher beste Freunde, nun erbitterte Feinde. Sie sind zusammen aufgewachsen und waren beste Freunde. Doch Chili Damana kann nicht vergessen, was dann zwischen ihr und Lennox passiert ist. Nun ist er ein beliebter Footballspieler, arrogant, herablassend und wirft mit Vorurteilen um sich. Als sie für ein College-Projekt Zeit miteinander verbringen müssen, sind daher beide nicht begeistert. Der Dozent verlangt, dass die Studierenden die Hobbys und Angewohnheiten der jeweiligen Partner kennenlernen, um Klischees zu überwinden und Verständnis aufzubauen.
Zwischen Sporttraining, Gesichtsmasken und Camping lernen Mana und Lennox einander neu kennen. Können sie hinter sich lassen, was sie damals getrennt hat? Und dann kommen wir jetzt zu den beiden letzten Büchern, die diesen Monat hier eingezogen sind. Und für die habe ich tatsächlich mein Buchkaufverbot gebrochen. Das waren die einzigen Bücher, die ich tatsächlich diesen Monat selbst gekauft habe. Und wäre es nicht so ein gutes Angebot gewesen, hätte ich das auch nicht gemacht. Ich zeige euch jetzt einfach mal, um welche es geht. Und das wäre einmal Berühre mich nicht und einmal Verliere mich nicht. Die Neuauflage nach 5 Jahren aus dem Hause Lux. Vorher war es ja ein Taschenbuch und jetzt haben sie so eine Sonderauflage in Hardcover-Form gemacht und ich habe die Reihe ja so gerne gelesen und ich habe sie geliebt. Ich muss sie jetzt mal ablegen, weil sie einfach super schwer sind. Ich lege sie einfach hier hin, dann wisst ihr, über was ich rede. Ja, ich habe die Reihe geliebt. Ich habe es auch vor allem geliebt, dass die Protagonistin einen Etsy-Shop hat, weil ich das so vorher noch nie irgendwo im Buch verknüpft gesehen habe. Ja, ich habe die Bücher irgendwann aber mal verkauft, als es hieß, es kommt diese Ausgabe raus, weil meine gebraucht waren und Leserille hatten und ich die Reihe zu gerne gelesen habe, um sie dann so kaputt im Regal stehen zu haben. Ja, und irgendwie habe ich es damals dann total verpeilt, die Reihe dann in Hardcover-Form zu kaufen. Und das Ende vom Lied war, dass es sie irgendwie nicht mehr gab und ich sie dann nicht hatte und die ganze Zeit jetzt die Augen aufgehalten habe, mal zwischendurch immer mal wieder, ob ich sie dann irgendwo finde. Und dann war ich letztens zufällig auf Vinted und da wurde mir diese Reihe angezeigt und ich habe sie einfach für 15 Euro bekommen. Und eigentlich hat jedes Buch 20 Euro neu gekostet und sie sehen aus wie neu, wie ungelesen und ich bin richtig glücklich, dass ich sie jetzt einfach für so wenig Geld im Regal stehen habe. Sind wir mal ehrlich, 15 Euro, da bezahlst du mittlerweile auch schon für ein Taschenbuch. Wenn wir jetzt mal gucken, das hier hat 17 Euro gekostet. Und dann für 15 Euro 2 Hardcover, finde ich schon sehr, sehr fair. Jetzt schwärme ich euch die ganze Zeit von dieser Reihe fort, wie gut sie mir gefallen hat. Jetzt wollt ihr natürlich bestimmt auch wissen, um was es geht. Deshalb werde ich euch den Klappentext zu Band 1, also das ist der rosane, jetzt vorlesen. Als Sage in Nevada ankommt, besitzt sie nichts. Kein Geld, keine Wohnung, keine Freunde. Nichts außer dem eisernen Willen, neu zu beginnen und das, was zu Hause geschehen ist, zu vergessen. Das ist allerdings schwer, wenn einen die Erinnerungen auf jedem Schritt begleiten und die Angst immer wieder über einen hereinbricht. So auch, als Sage ihren Job in einer Bibliothek antritt und dort auf Luca trifft. Mit seinen stechend grauen Augen und seinen Tätowierungen steht er für alles, wovor Sage sich fürchtet. Doch Luca ist nicht der, der er auf den ersten Blick zu sein scheint. Und als es Sage gelingt, hinter seine Fassade zu blicken, lässt das ihr Herz gefährlich schneller schlagen. Ihr Lieben, das waren alle Bücher, die diesen Monat bei mir eingezogen sind. Ihr dürft mir jetzt gerne mal in den Kommentaren verraten, ob ihr eins der Bücher bereits gelesen habt oder es vielleicht bestellt habt, es auf eurem Sub vor sich hin suppt und was ihr allgemein zu meiner Auswahl zu sagen habt. Das war's von mir. Ich wünsche euch jetzt noch einen wundervollen Tag. Habt's fein und bis zum nächsten Mal wieder. Tschüss!